Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem etwas erkälteten Thorsten. Ja, ich habe mir ganz schön einen weggeholt jetzt am Wochenende. Also nach Freitag, Samstag, Sonntag wahrscheinlich ein bisschen zu viel Zug gekriegt. Also ich habe einen ziemlich, ziemlich dicken Hals, kann ich euch sagen. Und meine Stimme ist auch ganz schön angeschlagen. Aber nichtsdestotrotz kann ich euch um 10 Uhr, sollte ja jetzt exakt irgendwie 10 Uhr sein, die nächste Challenge bringen, also zur Clash of Clans Weltmeisterschaft am 23. bis 25. September in Helsinki gibt es 7 Challenges in beiden Games, das wisst ihr mittlerweile, und zwar einmal in Clash Royale und einmal in Clash of Clans. Die Kobold Labyrinth Herausforderung, die jetzt noch 1 Stunde 34 läuft, für die, die es noch nicht gemacht haben, ist es jetzt allerdings leider vorbei. Habe ich mittlerweile blind gemacht. Ich glaube, am Freitag habe ich alle meine Accounts da durchgejagt, weil irgendwann ist das ein Selbstläufer, gar keine Frage. Aber ich würde euch natürlich gerne die neue Challenge zeigen. Das Dusselige ist nur, jetzt kommt es. Da müsst ihr jetzt mal ein bisschen genauer zuhören. Also um 10 Uhr durften wir Folgendes posten. Ich kann euch das kurz mal zeigen, und zwar einmal dieses Bild hier, Less is More Challenge, also von Utah 14 gibt es eine neue Challenge. Das heißt, ich darf euch das Bild hier präsentieren um 10 Uhr. Dann darf ich euch das Bild um 10 Uhr präsentieren, nämlich wie es aussieht, wenn man 3 Sterne gemacht hat. Hurra! Wahnsinn, ne? Und natürlich ein Video von der Base. Ich meine, damit könnt ihr aber nichts anfangen. Und jetzt, wo das Video jetzt raus ist, kann ich euch sagen, macht es überhaupt keinen Sinn, dass ich euch das hier präsentiere um 10 Uhr, weil ihr seht das sowieso um 10 Uhr. Versteht ihr? Ich würde euch gerne um 10 Uhr eine Lösung präsentieren, kann ich aber nicht. Hat einfach den Hintergrund, dass wir nur dieses Material hier bekommen haben und durften es erst um 10 Uhr heute Morgen posten. Nicht eher, nicht später, und ich habe ja keine Chance, mir so eine Base schon mal nachzubauen hier. So, da ist sie jetzt weg, aber ich habe, glaube ich, noch ein Bild für euch, obwohl ich brauche euch das Bild eigentlich gar nicht zeigen. Ihr könnt euch das ja live angucken, weil es macht überhaupt keinen Sinn. Ich kann es nicht vorspielen, ich kann mir die Base nicht bauen, weil viel zu viele Infernos und Adler-Artillerien in der Base sind und auch Bauhütten in der Base sind. Das heißt, du brauchst also Minimum einen Entwicklungsaccount, damit du um 10 Uhr sicherlich auf den anderen Kanälen jetzt schon eine Lösung präsentiert bekommst, außer auf meinem Kanal. Auf meinem Kanal und auch auf anderen Kanälen kann ich euch um 10 Uhr nur diese Bilder geben, die ihr sowieso jetzt seht. Macht also überhaupt keinen Sinn. Ich habe das Ganze so ein bisschen bei Supercell aufgegriffen. Tatsächlich hat dort jemand genau exakt, sage ich mal, so das Gleiche geschrieben. Er findet es gut, wenn wir Material schon vorher kriegen, aber ich meine, wenn ich es um 10 Uhr posten darf und um 10 Uhr kommt die Challenge, dann brauche ich euch das nicht mehr zeigen. Gestern hätte es mehr Sinn gemacht, euch das zu zeigen, so nach dem Motto, so, das kommt morgen und da können wir uns drauf einstellen, und aber vorher spielen kann man es halt nicht. Wenn ihr also eine Lösung braucht, jetzt ab 10 Uhr, dann müsst ihr wahrscheinlich bei Izu gucken, bei Noobs gucken, bei Galadon gucken, bei Mr. Mobile Fanboy gucken, die haben sicherlich schon eine Lösung parat, ich hab's halt nicht. Aber egal, ich will ein bisschen Clash of Clans noch mit euch spielen, beziehungsweise euch zeigen. Wir sind in der Liga, ironischerweise. Dankeschön, hat jemand geschrieben im Discord. Schöne Liga am Wochenende, Toto. Ja, danke auch. Ich meine, ich war letzte Woche 3-mal online für euch, und das am Wochenende wäre dann eher super, super ungeplant gewesen, weil ich auch angesagt hatte, dass ich im A am Samstag erstmal weg bin und B am Sonntag brauchte ich mich hier absolut nicht hinsetzen, weil ich denn doch wahrscheinlich nur was gezeigt hätte, aber wenig gesprochen hätte. Aber egal, wir sind in der Liga und es sieht sehr, sehr gut aus hier in der Liga. Wir sind in der Liga bei Deutschland Ad, wir sind in der Liga bei Free-to-Play und wir sind in der Liga bei den Herausforderern. Und wir schneiden im Moment sehr, sehr gut ab. Wir sind Dritter. Echt, echt nicht schlecht, muss ich sagen. Leider mussten wir kurz mal jetzt ein bisschen umtauschen, aber das ist nicht so schlimm. Wir wollen eigentlich nur die Liga halten, wir wollen gar nicht aufsteigen. Ich meine, mit nicht nur 14ern, denke ich mal, ist Liga halten schon top. Wenn wir so Zweiter, Dritter oder Vierter werden, ist das super, super, super Ergebnis hier. Aber nichtsdestotrotz, die beiden arabischen, ich nenne sie jetzt mal so arabischen Clans sind im Moment oben. Und aber wir stehen, ich muss sagen, wir halten gut dagegen. Ist echt der Hammer.
Wir halten wirklich gut dagegen. Petzko versucht es immer wieder mit dieser Taktik hier und ich bin echt, ich habe es selber noch nicht probiert, aber ich bin echt von den Socken, dass das funktioniert. Feger weggeblitzt, ja, zwei Blitz, Feger weg und dann wirklich Spam. Echter Drachenspam hier nach wie vor. Ich meine, er sagt selber, so jeder zehnte Angriff wird damit was. Ne? Also neunmal Fail und jeder zehnte Angriff wird damit was. Aber gestern habe ich auch erst wieder gedacht, wie kann der das? Ich meine, okay, das kann eigentlich jeder. Jeder kann drei Sterne hier holen, 14 auf 14. Egal wie maxed, muss einfach nur Drachen und Ballons rausspielen, ne? Mann, echt spät gespieltes Luftschiff hier. Schön gemacht, aber in jedem Fall. Und die Wortzündung für meinen Begriff so ein klein Ticken zu früh, hat er vielleicht doch ein bisschen Nerven gezeigt. Aber hier unten schon mal den Wut vorab reingeworfen. Jetzt dreht sich nämlich der Feger und hat jetzt auch keinen Klon, aber er hat noch einen Skillet-Zauber, um vielleicht noch die ein oder andere Defense ein bisschen abzulenken. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wo er den geschmissen hat oder geworfen hat. Ist aber jetzt auch nicht mehr so viel am Leben. Aber hier unten ist noch ganz gut Feuer. Hier sind noch Helden. Hier sind noch Tesla. Hier ist noch die Wardenstatue. Und viel ist nicht mehr. Auch seine Truppen sind alle angeschlagen. Also die Drachen haben alle nicht mehr volles Leben. Und er hat dann noch mit ein paar nervenden Skeletten da unten zu kämpfen. Kann den King allerdings noch zünden. Das ist auch ein kleiner Segen, sage ich mal, dass er den nochmal zünden kann. Allerdings voll in den Riesenbomben da. Zwei Stück lagen da, so wie ich das gesehen habe. Und hier unten jetzt nochmal Tesla. Der Warden macht hier das Rennen, aber hier unten sind noch so ein paar Barbaren am Start. Die sieht man jetzt erst wieder. Also ein paar ist gut, das sind schon ein paar mehr. Allerdings die Wardenstatue wird vom Uhu gemacht, seht ihr? Und echt coole drei Sterne hier. Nochmal eine Riesenbombe dort ausgelöst, aber nochmal gerade so die Kurve gekriegt, um die Base hier auf drei Sterne zu legen. Richtig, richtig krass. Und ich zeige euch aber noch einen Angriff. Oh, musste aber gerade mal ein bisschen husten. Alter Falter. Geht gar nicht. Das Ganze geht auch mit einem schönen Hybrid. Und zwar er hier, der Lord of War. Richtig geiler Angriff hier auf die Nummer, welches ist das? A3 auf 3. Wir machen immer so in etwa gegenüber. Und richtig schönes Ding. Also wirklich toller Queen Charge und perfekt gespielter Hybrid, würde ich mal so sagen. Und auch extrem oftmals lange mit den ein oder anderen Zauber gewartet. Also gerade gegen Single Inferno bin ich ja jetzt nicht so der Held. Muss ich mal so sagen. Das heißt nicht so der Held. Ich mag das gar nicht, gegen den Single mit dem Queen Charge anzutreten. Macht er hier aber ganz locker. Und wir gucken uns den Angriff einfach mal weiter an. Ich habe ihn zwar schon einmal gesehen, aber ich habe den nicht live gesehen. Muss ich sagen, dafür startet die Liga dann doch manchmal ein bisschen zu spät in den Tag oder in den nächsten Spieltag rein. Und so kann ich hier, ich meine, ich gucke mir jetzt so ziemlich alle Angriffe an. Das ist keine Frage. Aber muss ja auch selber vor allen Dingen mit zwei Accounts hier angreifen. In den anderen Clans muss ich in Deutschland bin ich mit einem Account dabei. Und bei den Free-to-Plays auch mit zwei Accounts, aber eigentlich ganz locker, 24 Stunden Zeit. Ich habe dieses Wochenende wirklich auch alles gespielt, was zu spielen gab, mit allen meinen Accounts. Clanstadt gemacht, 6 von 6 Angriffen immer, und um richtig viele Überfallmedaillen da abzugreifen. Und hat mir sogar sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich denke mal, am Freitag kam das auch schon so ein bisschen rüber, dass mir das sehr, sehr gut gefällt in der Clanstadt. Und nicht, weil wir jetzt den Golem haben, aber so kleine, aber feine Taktiken kann man da auch entwickeln. Und da macht das auch Laune, dort sich so ein bisschen zu verbessern, beziehungsweise dort auch so ein bisschen weiterzukommen im Dorf oder in der Kleinstadt, in den Distrikten, in den Vorbezirken. Und schön gemacht hier nochmal, obwohl den Fries hat er vorher abgeworfen gehabt, aber die Masse der Hox hier macht es in jedem Fall. Queen hat auch ganz lange durchgehalten
auch schön gemacht hier. Im unteren Bereich, muss ich sagen, sind wir jetzt so ein bisschen nicht mehr so gut aufgestellt mit ich glaube, 4-13er mittlerweile. Sehe ich jetzt aber gar nicht mal als so dickes Problem an. Der Gegner selber hat unsere 13er hier mit oberen 14ern gemacht. Und das lässt uns so ein bisschen hoffen, dass der ein oder andere 14er hier auf unsere 14er fällt, je nachdem wer da angreift. Und vielleicht holen wir gegen einen von beiden Clans hier doch noch einen Sieg oder vielleicht einen Unentschieden oder was auch immer heraus. Im Moment sieht es halt so aus, dass die drei Sterne haben. Wir haben 2 3 Sterne und dem entgegen steht aber schon ein Stern. Ja, also das feindliche Team, ihr seht das hier, 3 hat 12 gemacht. Nummer 8 hat Nummer 14 gemacht, also das ist schon auf den Kekse. 24 ist schon ein Rathaus 13. Die Nummer 10 hat die Nummer 15 gemacht und die unteren müssen jetzt natürlich ein bisschen höher gehen. Und ja, da war wie gesagt so ein bisschen unsere Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwo verteidigen. Ist uns auch schon einmal gelungen. Hier oben bei Mortus. Allerdings haben wir auch schon wir haben noch keinen Einer gemacht. Ne, wir haben noch keinen Einstern gemacht. Warum stand denn hier ein Einstern? Ach nee, auf der anderen Seite stand ein Einstern. Ja, auf der anderen Seite stand ein Einstern. Also auch an der Stelle hier schöne Liga bisher, muss ich sagen. Und auch in den anderen beiden Clans komme ich dann aber etwas später zu. Dort können wir das Ganze wieder so ein bisschen live in Live-Wiederholung verfolgen. Also auch dort springen wir natürlich rein. Und ich bin froh, dass mal wieder so richtig viel Liga da ist. Ich meine, im Monat der Clash of Clans Weltmeisterschaft dreimal hier oder in drei Clans eine Liga spielen, ist einfach auch eine tolle Sache für mich. Und ich freue mich in jedem Fall, dass ich das so jetzt auch machen konnte und dass die Leute wirklich in die Clans reinkamen. Danke schon mal vorab. Und dann bedanke ich mich erstmal fürs Schauen. Ich mache mich jetzt mal auf einer Suche nach einer 3-Sterne-Lösung in der neuen Challenge, die jetzt wohl da ist. Ich meine, ich kann sie euch ja immer noch nicht zeigen, da es ja weit vor 10 Uhr noch ist. Und das ist aber nicht so schlimm. Ich hoffe, ihr habt einen coolen Wochenstart und wir sehen uns in weiteren Videos, wenn nicht sogar natürlich wieder in den Livestreams. Bei mir auf dem Kanal auf twitch.tv/totoclashed. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin, euer Toto Clashed.